Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Diesmal im Hintergrund schön die Modern Warfare 2 Beta, römisch 2 wohlgemerkt. Modern Warfare 2 gab es ja schon mal mit dem Titel. Da haben sie sich ja auch wirklich ordentlich was einfallen lassen, wie schon beim Vorgänger MW19. Aber hey, so heißt das Spiel nun mal und wir wollen uns hier mal auf meine ersten Eindrücke konzentrieren und nicht auf diesen bescheuerten Spielenamen. Alles in allem muss ich sagen, bin ich bisher überrascht, positiverweise. Ich finde das Ganze deutlich angenehmer, als ich es mir vorgestellt hätte. Erscheint mir erstmal besser zu sein als Modern Warfare 2019. Ich habe jetzt mir so ein paar Stichpunkte auch aufgeschrieben, während ich gezockt habe, damit ich es nicht vergesse, damit wir hier drüber mal kurz quaken können. Also die Maps sind im Allgemeinen auf jeden Fall schon mal deutlich freundlicher gestaltet, nicht mehr so riesig, zumindest die, die wir jetzt gespielt haben. Nicht mehr ganz so viele Camp-Positionen, es gibt hier und da immer noch Ecken, da will man sich überhaupt nicht reintrauen, weil man genau weiß, irgendwie da an sämtlichen Fenstern. Auf der Karte hier zum Beispiel nicht allzu dramatisch, da gibt es noch eine andere, mir ist der Name gerade nicht im Hirn, aber da habe ich auch noch ein schönes Gameplay von in Third Person. Der Third Person Mode war bisher auch überraschenderweise sehr unterhaltsam, einfach mal was anderes. Und ich muss auch sagen, ich finde ihn tatsächlich besser als den klassischen Modern Warfare 2 Third Person Mode von damals, wo man auch das ganze Geballere in, quasi in Third Person gemacht hat. Hier in dem Fall ist es so, dass man die ganze Zeit in Third Person rumgurkt und dann nochmal schön reinzoomt, wenn man dann halt anfängt, seine Waffe zu benutzen in First Person. Ganz gut geregelt, ein schöner Hybrid aus den beiden Systemen. Was gibt es sonst sozusagen? Im Allgemeinen, wie gesagt, finde ich die Maps deutlich sympathischer, zumindest die, die wir bisher kennen, als die von Modern Warfare 2019. Ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Wie gesagt, übersichtlicher, etwas kleiner und dementsprechend rennt man da nicht mit so übelst viel Downtime rum und sucht ewig seine Gegner. Das will man ja nun auch nicht. Zumindest ich will das nicht, Freunde. Ansonsten muss ich aber sagen, sie sind alle wieder sehr stark überdacht. Ich meine hier zum Beispiel, wo ich gerade rumgurke oder sterbe, da wäre über uns ein Glasdach gewesen, wo so ein Killstreak auch wieder reinhalten kann. Ja, wenn man es nicht möchte, dann wird man eigentlich von Killstreaks auch nicht geholt. Falls es dann sowas gibt wie ein Chopper-Gunner, habe mich da tatsächlich noch nicht allzu sehr durchgewühlt. Dadurch, dass SBMM und mein Ausprobiere hier mit den verschiedensten Waffen halt sowieso nicht an hohe Killstreaks zu denken ist. Von daher habe ich mich da noch nicht weiter umgeschaut. Die Killstreaks, die ich bisher gesehen und probiert habe, waren alle, ja, nett bis meh. Dieses fliegende RCXD, nenne ich es mal, eine Drohne mit C4 dran, ist zum Beispiel eine ganz witzige Neuerung und damit holt man auch at best einen Kill. Von daher ist das jetzt auch nicht so schlimm, sage ich mal. Diesen kleinen Panzer habe ich schon gefahren, das sieht man dann auch im nächsten Gameplay. In diesem Third-Person-Gameplay werde ich mir vielleicht fürs Beta-Fazit aufheben, fürs eigentliche. Der hat ziemlich gegeben. Ich weiß nicht, ob die den generell nicht beschossen haben, ob die nicht verstanden haben, was los ist, ob mein Panzer unsichtbar war. Aber ich habe da irgendwie 5-6 Kills mitgemacht und bin schon vorher ewig rumgefahren. Also da wären locker 10-15 drin gewesen, wenn man den ordentlich positioniert und gerufen hätte. Ja, sonst, wie gesagt, die Killstreaks, die ich probiert habe, waren erstmal alle so weit passabel. Nicht, dass man da jetzt irgendwie drüber weinen müsste. Ansonsten finde ich auch, haben sie allgemein eine schönere Farbpalette benutzt als bei MW19. Es sieht nicht mehr alles so komplett braun-grau aus. Ich meine, gut, wir schauen uns hier gerade wieder ein braun-graues Haus an. Mit grauem Fußboden sogar. Aber alles im Allem sind die Farbnuancen doch ein bisschen schöner als beim Vorgänger. Sie hatten uns ja eigentlich noch eine andere Karte versprochen, die in der Beta kommen sollte. Da haben sie jetzt aber sämtliches Material von entfernt. Das war eine Formel 1 Karte bei Nacht. Sah auf jeden Fall sehr, sehr schön aus, als ob es aus einem Black Ops Game kommen würde und nicht aus einem Modern Warfare. Viel zu bunt dafür. Gab bei der Modern Warfare-Reihe, auch bei den originalen drei Teilen damals, halt wirklich echt nicht so viele bunte Maps. Und die sah echt super sexy aus. Aber jetzt haben sie, wie gesagt, alles auf Social Media gelöscht. Den Teaser, die Gespräche darüber,
die Ankündigung, das Video dazu ist einfach verschwunden. Wer weiß, vielleicht haben sie mal wieder irgendwelche Copyrights verletzt und da irgendwen gerippt. Da sind sie ja irgendwie in den letzten 4 Monaten 3-mal mit für in die Presse geraten, dass sie irgendwelche Skins, die sie verkauft haben, halt einfach gerippt haben. Nicht mal sich Mühe gegeben, das zu tarnen, dass das irgendwie gerippt ist. Nee, einfach 1:1 irgendwelche Zeichnungen aus dem Internet kopiert und zum Skin gemacht. In dem einen Fall da sogar von Dr. Disrespect, seinem neuen Spiel. Also würde mich nicht wundern, wenn sie da auch wieder gegen irgendwelche Formel 1 Copyrights verstoßen hätten oder so. Das passt zu dem modernen Activision. Man sollte meinen, so eine riesige Firma, die so lange im Business ist, stellt sich da ein bisschen intelligenter an, aber scheinbar ist dem nicht so. Abgesehen von der schöneren Farbpalette und der weiterhin sehr ansprechenden Grafik, wie ich finde, ist die Visibility auch wieder hier und da ganz schön mau. Man weiß einfach manchmal überhaupt nicht, von wo geschossen wird. Liegt unter anderem halt an den Kontrasteinstellungen des Spiels. Ich habe den Kontrast hier, glaube ich, auf 60, von 0 auf 60 hochgedreht. Also es ist schon doppelt so viel Kontrast in dem Video, das ihr seht, wie im eigentlichen Spiel. Von daher, ist da halt hier und da einfach niemand zu sehen, ne? Die einzige Sniper-Rifle, die es bisher gibt, die ist super slow. Die habe ich mir tatsächlich noch nicht angetan, habe damit einmal reingezoomt und sofort die Klasse geändert, weil ich wusste, das muss ich mir nicht geben hier mit SBMM. Von daher habe ich jetzt hier diese Marksman-Rifles bisher nur, oder diese Marksman-Rifle aus der Standardklasse probiert. Die waren ja bei Modern Warfare 2019 auch so ein Sniper-Ersatz in Anführungszeichen und auch ziemlich strong, wenn man im oberen Upper-Body-Bereich, also Brustkopf, trifft auch One-Shot und dementsprechend ist das jetzt hier mal wieder mein Sniper-Ersatz. Irgendwie haben sie die Sniper in so eine Ecke gedrängt, wo man die eigentlich nur noch in Warzone gebrauchen kann. Ja, naja. Hauptsache, ich kann One-Shot irgendwelche Leute wegknallen. Wenn ich an Bord mit einem einigermaßen großen Skill-Gap. Die Knarre hier scheint keinerlei Aim-Assist zu haben. Das war ja auch schon bei Modern Warfare 2019 so und auch bei Vanguard und bei Call of Duty World War II. Es gab immer wieder One-Shot-Waffen, die Aim-Assist hatten und andere wieder nicht. Ich hoffe, die haben sich dabei was gedacht, dass es zum Beispiel eine gibt, die, was weiß ich, deutlich langsamer ist, aber dafür den Aim Assist kriegt hier auf der Konsole. Das wäre auf jeden Fall eine schöne Balance. Muss man mal schauen, ob die alle ohne sind. Es geht. Muss man sich wieder dran gewöhnen. Wie gesagt, wir kennen es ja schon die letzten 5 bis 8 Jahre, dass es, ach, ich glaube sogar Black Ops 2 ja, hatte teilweise keine Aim Assist auf den Knarren. Oder nur ganz wenig. Also das ist ja schon immer ein Problem, in Anführungszeichen, dass manche Sniper Aim Assist haben oder jetzt hier halt auch Marksman Rifle und andere halt nicht. Aber so ist das. Ansonsten, was haben wir dann noch so Schönes hier auf meinem Stichpunktzettel? Die Waffenschmiede, die ist irgendwie so ein bisschen unübersichtlich. Zumindest was diese anderen Waffenskelette angeht, die man da freischaltet. Man schaltet ja irgendwie, wenn man eine Waffe zockt, damit neue Waffen frei. Waffen in Anführungszeichen. Aber ja, wenn man sich da reinwuselt oder wenn die das noch ein bisschen ansprechender gestalten, kommt man damit bestimmt gut zurecht. Habe ich soweit erstmal kein Problem mit. Das große Problem, das ich aktuell habe, das mag auch daran liegen, dass meine Waffenaufsätze für so geringe Level sind. Kein Plan, ob die Waffen wirklich auf Stufe 20 outmaxen. Ich glaube, ich habe es auf Stufe 20, wenn ich mich nicht irre. Genau, und ich glaube, danach passiert da nichts mehr, zumindest jetzt in der Beta. Jedenfalls, worauf ich hinaus möchte, die Aufsätze machen irgendwie die Waffe oftmals einfach nur schlechter als besser. Und mit so manch einer Knarre habe ich lieber nur 3 oder 4 Aufsätze, als dass ich da dann am Ende irgendwie meine Waffe verschlechter, indem ich 5 benutze. Also keine Ahnung, fast auf jedem Aufsatz ist irgendwas super Wichtiges drauf, was schlechter wird. Ich bin mit der Waffenschmiede nicht zufrieden. Dann lieber weniger Boni und keine Mali. Naja, was haben wir noch? Das Olle-Rein-Swooshen ist wieder da. Komplett bescheuert. Keiner weiß wieso. Wir haben damals alle schon gesagt, mach das weg. Keiner will das. Bei Vanguard ging es dann meines Wissens nach, oder? Oh Gott, ich habe so wenig Vanguard gespielt und so viel davon schon wieder verdrängt, weil es genauso ein Drecksgame ist wie MW19. Oh Gott. Bin mir jetzt nicht mal sicher. Auf jeden Fall wollte das schon damals keiner haben und es geht uns auch jetzt wieder tierisch auf den Sack. Da sind sich so ziemlich alle einig. Niemand will in die Map rein swooshen, zumindest nicht auf diesen kleinen Game-Modis hier.
Was haben wir dann noch? Das Reload-Canceln ist raus. Für mich auch ein absolutes No-Go. Ist ja schön realistisch und so, aber macht spielerisch halt sehr viele Situationen kaputt. Sprich, man steht einfach nackt da oder muss die scheiß Pistol ziehen, die kein Mensch benutzen will. Die sind gar nicht mal schlecht, die Pistolen, aber trotzdem will sie ja keiner haben. Man will ja mit seiner Main-Knarre Kills machen, weil sie ja auch nun mal deutlich stärker ist. Und ein YY oder ein Sprint-Cancel sind halt immer noch deutlich effektiver als der Switch zur Pistol. Das haben sie jetzt rausgenommen. Dieses komische Geklettere finde ich auch erstmal ganz okay. Und der Dolphin-Dive ist auch sehr schön, dass wir den wiedersehen. Gleichzeitig dazu auch das Slide-Canceln, auch eine sehr schöne, begrüßenswerte Änderung. Allerdings führt das halt zu einer Tonne von Jumpshot-Geschichten und ja, es ist letztendlich aufgrund des SBMMs und dieser super lauten Lautstärke die einzige Möglichkeit, überhaupt aggressiv Kämpfe zu engagen. Ne? Da muss man leider Bunny hoppen. Ich habe leider keinen Scuff mehr, also geht mir diese Meta ziemlich auf den Sack. Alles klar, das war mein erster Eindruck. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr kriegt mindestens noch ein Beta-Fazit. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Thank you.